Da sind wir wieder nach einer Alpha 9 und Stingray sind in eine Falle gelaufen. O'Neill, der Beobachter von Alpha 9, wurde verwundet und evakuiert. Sergeant Tyler Wells, Deckname Razor 64, setzt die Mission allein fort. Zusätzlich wurde ein Team für Agent Rodriguez Befreiung zusammengestellt. Das Angriffsteam Delta 3 wird die feindliche Kommunikation unterbrechen und das Lager stürmen, in dem Rodriguez gefangen gehalten wird. Razor 64 wird sich unbemerkt in Position bringen und das Team als Scharfschütze unterstützen. Willkommen zurück zu Sniper Ghost Warrior. Wir sind jetzt mittlerweile bei der dritten Mission. War ja ein bisschen Zeit dazwischen. Zwischen unserer letzten Aufnahme, ja. Number 2, hier Razor 64. Ich habe die Randbezirke eines Dorfes erreicht, etwa 2 Kilometer westlich von Position Overview 28. Feindliche Präsenz gesichtet. Ich müsste das Ziel aber unentdeckt erreichen können. Bestätigt, Razor 64. Delta 3 müsste die Position in etwa 2 Minuten erreichen. Gehen Sie vorsichtig vor und bleiben Sie unten. Der Feind rechnet mit einem Angriff. Muss ich ein bisschen den Sound runterstellen. Ich hätte ja mein PC aufgerüstet und... Ja, und da hat die Spiellängere Zeit nicht installiert. Muss ich erstmal alles installieren und blablablub. Und ja, jetzt sind wir hier zurück. Erstmal ausgeschaltet, wie ich. Mit unseren schönen Luftmessern, wie wir das immer tun. Mission Fuck. Abbrechen, wiederhole, Mission ist abbrechen. Das Liebe. Okay. Das kennen wir schon. Headshot. Schleichen wir uns hier wieder weg. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Na, fuck. Mission abbrechen, wiederhole, Fertig Mission abbrechen. Aus. Ach, geht doch. Mal Leute umbringen. Schleich. Wir müssen, glaube ich, zu so einem komischen Leuchtturm. Und ja. Mal schauen. Ich komme auch ohne aufzufliegen. Wahrscheinlich spreche ich wieder zu leise, aber das ist ja. Merkt er dann. Natürlich in der Feindbasis, da sollte ich natürlich nicht so offen rumlaufen. Irgendwo läuft hier einer rum. Die Musik dazu auch ganz schön. Kommt schon, ich will jetzt hier nicht 50 Meter rumkriechen, das dauert ein bisschen lange. Gar nicht anders. Alter, ich muss hier doch ein Rufmesser werfen. Razor 64,
Ein nicht identifizierter Konvoi nähert sich Ihnen von Osten. Stellen Sie, wenn möglich, Sichtkontakt her und erstatten Sie Bericht. Halten Sie den Kopf unten und seien Sie vorsichtig. Scheiße. Okay, das war jetzt nicht so geplant. Razor 6-4, ein nicht identifizierter Konvoi nähert sich Ihnen von Osten. Stellen Sie, wenn möglich, Sichtkontakt her und erstatten Sie Bericht. Halten Sie den Kopf unten und seien Sie vorsichtig. Verstanden, Mother 2. Bin unterwegs. Pauli, ist dir aufgefallen? Ich nicht. Dich, Kontakt, komm wohl. Schlecht. Yeah, Nachkampf Special Move. Guck, wie der uns nicht bemerkt. Mother 2, hier Razor 6-4. Habe Sichtkontakt zum Konvoi. Drei Militärfahrzeuge mit feindlichen Soldaten. Ein Transportlaster, der von zwei Jeeps eskortiert wird. Der vorderste Jeep scheint mit hochrangigen Offizieren besetzt zu sein. Bestätigt, Razor 6-4. Da ist offenbar irgendwas Großes im Gange. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt und gehen Sie wie geplant vor. Ist das jetzt die Militärfahrzeuge? So, ich denke, das ist ein bisschen lang. Overview 2-8 ist 220 Meter östlich der aktuellen Position. Gute Arbeit! Arbeiten Sie sich unentdeckt weiter vor! Oh, Headshot sogar. Ich glaube, das hält. Da nicht umbringen lassen sollen, aber egal. Weiter geht's. Keine Angriffe, solange sie sich vermeiden lassen. Wiederhole, keine Angriffe, solange sie sich vermeiden lassen. Bin unterwegs. Ich nicht so vermeiden lassen. Muss ich hier noch hoch? Ich kann nicht, wo überall die Geheimnisse sein sollen. Oh, wir sind wieder oben. Morcheln wie immer irgendwie da. Morcheln wir jetzt mal wieder wen ab. Morcheln? Also morcheln, ich glaube nur meucheln, aber das ist ja egal. Bam, Junge! Ist doch total unauffällig, wenn wir den Turm runterschmeißen. Da sieht doch keiner, ne? Ganz ehrlich. Bin in Position. Ich habe freie Sicht auf das Gebiet. Delta 3 ist fast in Position. Das Gebiet wird vermutlich von Scharfschützen überwacht. Lokalisieren und neutralisieren Sie die feindlichen Schützen. Mother 2, wenn ich das AS-50 einsetze, wird der Feind durch die Schüsse gewarnt. Bestätigt, Razor 6-4. Lokalisieren Sie die Schützen. Sobald Sie Ihre Positionen kennen, schicken wir Jets im Tiefflug rein, um Ihre Schüsse zu übertönen. Verstanden. Ich markiere die Ziele. Ich sehe dich. Scharfschützen sind markiert. Schicken Sie die Vögel rein. Roger. Die Jets sind in etwa einer Minute da. Ihnen bleiben maximal 10 Sekunden, um die Ziele zu neutralisieren. Also los, Feuer! Ich treffe den nicht. Scheiße! Scheiße! Scheiße, ich bin tot. Also los, Feuer!
Laser 6-4. Beide tot. Es hat funktioniert. Niemand hat etwas von den Schüssen mitbekommen. Wir können loslegen. Ja. Das sieht nach irgendeinem Deal aus. 3 schwer bewaffnete Soldaten, ein Vorgesetzter und ein Zivilist. Scheint ein großer Fisch zu sein. Delta 3 wird durchbrechen müssen. Riser 6-4, schalten Sie den Zivilisten und den Vorgesetzten aus. Delta 3, Sie greifen vom Boden aus an. Verstanden. Können wir, Riser 6-4? Das Gebiet scheint sicher zu sein. Bleiben Sie trotzdem vorsichtig. Mother 2, hier Delta 3. Wir stehen unter Beschuss. Am westlichen Rand des Grenzvorsprungs ist ein Scharfschütze. Brauchen Unterstützung. Da eines der Ziele konnte entkommen und ist außer Schussweite. Wir legen los. Danke, Razor 6-4. Jetzt ab? Ach so, das war's dann mal wieder für heute. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Sniper Ghost Warrior. Und ja, bis demnächst. Ciao.